Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. In diesem Video gucken wir uns mal Berkshire Hathaway an, vordergründig in Langeweile. Aber es gibt ein paar ganz interessante Dinge, die ich euch da mal mitgeben möchte. Wir haben jetzt gerade eine Aktienanalyse veröffentlicht und da ist mir das aufgefallen und ich gebe es gerne zu, das eine oder andere war mir auch noch neu. Lasse ich euch gerne daran teilhaben. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich betreibe die Seite aktienfinder.net und hier geht es immer noch ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden bei Berkshire nicht zugegeben zu profitieren. So, gucken wir uns das Ganze mal hier an. Ich füge mir noch ein S hinzu, dann fliegt Berkeley raus. Wir haben von Berkshire zwei unterschiedliche Aktien. Es gibt die A- und die B-Aktie. Die A-Aktie ist 1500 mal größer als die B-Aktie, also repräsentiert sozusagen 1500 B-Aktien. Deshalb ist der Aktienkurs von der A-Aktie auch 1500 mal größer als der von der B-Aktie. Besparbar ist die B-Achse für Aktiensparplan, wobei das ja wegen Stückelung eigentlich auch egal wäre, aber sei es drum. Dann gucken wir uns das Ganze jetzt ein bisschen näher an und wir analysieren jetzt hier mal die B-Achse im Aktienfinder. Auch das wäre eigentlich egal für die Fundamentalanalyse, welche der beiden Aktien wir uns da vorknöpfen, weil die Prozentwerte und die Entwicklungen sind dann jeweils identisch. So. Wichtig, bevor wir hier loslegen, folgendes: Berkshire ist eine Holding, das heißt, die haben selber kein operatives Geschäft, sondern die investieren in andere Unternehmen und die machen sozusagen die Drecksarbeit für sie, also die erzielen Gewinne. Und dann gibt es einmal die direkten oder die Mehrheitsbeteiligungen, das sind diese Operating Subsidiaries. Vielen Dank an Wikipedia hier, benutzen wir hier gerade. Und dann gibt es dann unten drunter die Minderheitsbeteiligung, das sind so die typischen Aktieninvestments, wo dann der Herr Buffett oder sein Management in großem Stil Aktien kauft, aber dann haben sie ja immer noch Minderheitsbeteiligung meist. Und da Apple ist die größte davon, Amazon und so weiter. Das gucken wir uns auch noch gleich an, näher im Detail. Das können wir ja auch jetzt schon jetzt machen. Und zwar ist das hier die Aktienanalyse und hier sind die Minderheits- bzw. Aktienbeteiligungen, wenn ich es mal so nennen darf, drinne. Vielleicht ein bisschen überraschend, wie stark Apple gewichtet ist mit 44%. Also das konterkariert schon etwas die Diversifikation. Für Warren ist es natürlich ganz gut, weil Apple stark gelaufen ist. Dann haben wir noch andere Minderheitsbeteiligungen, sehr stark finanzlastig das Ganze, die Bank of America als zweitgrößte Position, aber dann hier American Express auch Finanzen, Moody's auch Finanzbereich und dann noch mehr Banken, also die USB und dann Wells Fargo gemeinsam mit Bank of America, drei große Banken hier. Ich glaube, Bank of America ausgebaut, Wells Fargo und die USB hat ein bisschen abgebaut in der letzten Zeit. Und dann hier noch zwei Langeweiler, Kraft Heinz und Coca-Cola. Kraft Heinz hatte ich selbst mal im Depot. Vor längerer Zeit habe ich mich getrennt und Coca-Cola hatte ich nie. Habe ich höchstens mal getrunken, aber lasse ich momentan auch die Finger davon. Hier siehst du das Ganze noch im Aktienfinder, wie die Positionen vom Ranking her abschneiden, also die einzelnen Aktien. Und da ist vielleicht noch ganz interessant zu sehen, dass wenn das Ranking nach unten geht, dann geht prinzipiell auch die Performance der Aktien nach unten. Langfristig, hier habe ich auf 105 Jahre abgebildet das Ganze. Ja, die Japaner sind noch nicht dabei hier, wie du siehst. Die großen Handelsbeteiligungen, das haben wir auch hier irgendwo erwähnt in der Aktienanalyse. Warren hat sich ja eingekauft nochmal bei japanischen Handelsgesellschaften mit jeweils mehr als 5%. Auch interessant zu wissen, aber gehen wir jetzt mal hier nicht näher drauf ein. Was jetzt so, denke ich, interessant ist, das sind die Implikationen für die Fundamentalanalyse. Und das wird sicherlich noch auch auf die ein oder andere Holding ebenfalls zutreffen, also nicht nur auf Berkshire. Gucken wir uns hier erstmal die Umsätze an. Das sind ja die beiden wichtigsten Grafiken hier, wie ich finde. Das ist der Umsatz auf Unternehmensebene, also von Berkshire. Und hier ist nett zu wissen, dass hier nur die Umsätze der Mehrheitsbeteiligungen enthalten sind, also beispielsweise nicht Apple. Apple kommt dann erst hier ins Spiel, wenn es darum geht, die Gewinne und Verluste von Berkshire zu ermitteln. Dann kommen auch die Minderheitsbeteiligungen bzw. die Aktienbeteiligungen hier zum Tragen und erhöhen bzw. erniedrigen den Gewinn. Erster Punkt. Zweiter Punkt da ist, bleiben wir hier. Früher ist es so gewesen, dass nur die realisierten Käufe und Verkäufe die Gewinne beeinflusst haben. Also wenn Warren tatsächlich Aktien verkauft hat und hat einen Gewinn gemacht, oft.
Oder wenn er einen Verlust gemacht hätte, dann hätte sich das halt negativ ausgewirkt, dann hätte das Ganze den Gewinn reduziert. Jetzt fällt dir wahrscheinlich auf, dass es hier wirklich solche Spitzen gibt, nach oben und nach unten. Und das hat dann mit einer Bilanzierungsänderung zu tun. Da haben sich also die Rechnungslegungsvorschriften geändert. Jetzt muss Buffett auch die unrealisierten Kursgewinne und Kursverluste ausweisen. Das eben zur Folge hat, dass wenn die Börsen gut laufen und Apple zum Beispiel einen Run hat, dann geht es mit dem Gewinn ganz stark nach oben. Und wenn es umgekehrt während der Corona-Krise beispielsweise der Aktienmarkt zum Rückzug bläst und die Aktienkurse gen Süden getrieben werden, dann muss Warren Verluste ausweisen dem Quartal. Das sehen wir jetzt auch ganz schön hier bei FactSet, unserem Hauptdatenlieferanten in der Workstation. Und zwar haben wir hier einmal den, wie ich es nenne, bilanzierten Gewinn, also die Rechnungslegungsvorschriften hier, das GAAP, das amerikanische Rechnungslegungsvorschrift. Und dann haben wir diesen Operating Earnings per Share, so nennt es auch dann Warren, also das operative Operating Income nennt er das. Ich nenne es dann den bereinigten Gewinn und das hier ist im Prinzip die Bereinigung. Und was hier jetzt auffällt, ist der Gewinn vom Jahr 2018, das ist der Gewinn vom Jahr 2019, jeweils pro Aktie. Und hier siehst du die massiven Unterschiede. Beispielsweise im Jahr 2019 der bilanzierte Gewinn bei $33 pro Aktie, also fantastisch hoch sozusagen. Wenn du das Ganze bereinigst, plötzlich unter 10 US-Dollar. Und wo kommen denn die Differenz hier her? Aus den Investments. Das heißt, hier hat er bilanziert die unrealisierten Kursgewinne. Wenn wir die abziehen von den bilanzierten Gewinnen, um den bereinigten Gewinn zu ermitteln, dann kommen wir eben auf die unter $10. Und das hat auch Warren Buffett gesagt, also Warren Buffett und Charlie Munger, die Kekse ist ziemlich an, weil diese Kennzahl natürlich jetzt massiv an Aussagekraft verliert, beziehungsweise schon verloren hat. Danach kannst du also nicht gehen, weil das wird jetzt wild durch die Gegend springen, abhängig natürlich von der jeweiligen Börsenlaune. Also Mr. Market sozusagen treibt es diesen Earnings per Share Gap Quartal für Quartal lustig vor sich her. Ist für die Analyse natürlich problematisch, weil die normalen Finanzseiten, die zeigen ja natürlich nur das hier an. Und das hier findest du normalerweise nirgends. Ausnahme natürlich der Aktienfinder, ja ganz klar. Das heißt, ich zeige dir jetzt erstmal die, wo du das siehst im Aktienfinder. Und dann siehst du dann auch sofort den Unterschied von dem Ganzen. Wir machen jetzt erstmal keine Bewertung, sondern hier siehst du die beiden unterschiedlichen Gewinnarten. Das ist jetzt genau das, was du gerade eben hier in der FactSet Workstation gesehen hast. Das hier ist sozusagen die grüne Fläche und das hier ist die leicht braune Fläche. Das ist der bereinigte Gewinn. Zum Beispiel jetzt, um dir das ganz konkret zu zeigen, hier Earnings per Share Gap 33,22, 9,78 für 2019. Dann siehst du hier fast Treffer, 9,71. Oder, ah nee, hier sind wir 9,78 und hier die 33,22. Und das sind die letzten 4 Quartale. Siehst du übrigens normalerweise auch nirgends auf Finanzseiten. Aber das hier ist der letzte Ist-Stand und das siehst du, wie das sich wenigstens für den bereinigten Gewinn haben wir den mal hier. Und das hier ist die erste Prognose fürs laufende Geschäftsjahr. Und du siehst, dass die hier noch relativ im Gleichklang gelaufen sind. In der Vergangenheit gab es auch schon Unterschiede. Das hier ist die Steuerreform, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe schon mal nachgeschaut. Da gab es schon die erste große Differenz. Und ab hier dann die Bilanzierungsänderungen. Das solltest du eben wissen. Wenn du den bereinigten Gewinn nicht hast, dann kannst du immer noch versuchen, auf den Cashflow auszuweichen. Der taugt auch. Hier haben wir jetzt für den operativen Cashflow keine Schätzung. Aber immerhin, das ist auch schon mal eine relativ aussagekräftige Nummer hier, die du alternativ verwenden kannst. Gut, ah nee, wir können da mal bleiben. Wir können uns noch ganz kurz die Bewertung anschauen und dann sind wir auch schon fertig, weil ich das Video jetzt nicht in Länge ziehen will. Das sind jetzt so wirklich wesentliche Punkte, die mich dazu bewogen haben, auch dieses Video zu machen, weil ich das wirklich sehr interessant finde. Wenn du jetzt Berkshire bewerten willst, dann denke ich, nimmst du am besten hier den bereinigten oder operativen Gewinn. Wir können das ja auch hier mal lassen. Dann blendest du jetzt einfach hier den Aktienkurs ein. Hier siehst du das Ganze und dann den Fair Value bereinigt. Und ja, dann sehen wir hier, dass Berkshire
je nachdem, wie es läuft, wenn es so läuft, wie das hier angezeigt wird, dann ist Berkshire relativ bald unterbewertet. Hier haben wir den aktuellen Kurs und dann wird ja schon das übernächste Geschäftsjahr, können Sie schon mit einer Rendite rechnen von aufs Jahr 3,3%. Sprich, Underperformance ist nicht so viel. Gucken wir uns mal an, wie es mit dem übernächsten wäre. Wäre 6,1, dann wärst du quasi ein Market Performer. Naja, wir haben dazu auch noch was in der Aktienanalyse stehen. Das mache ich sehr kurz. Was wichtig ist, noch zu verstehen, das ist halt jetzt, finde ich, auch die große Abhängigkeit von Berkshire bezüglich den Investments. Das geht ja ganz eindeutig aus diesem Kuchendiagramm hervor. Wenn Apple gut performt, weiterhin, dann performt auch Berkshire tendenziell nicht schlecht. Das ist halt ein zweischneidiges Schwert, weil es halt eine Abhängigkeit ist und es konterkariert auch ein bisschen die Diversifikation. Viele Leute kaufen sich ja Berkshire aus zwei Gründen. Einmal, weil sie Vertrauen haben in das Buffett-Management und zum anderen, weil es natürlich auch eine hohe Diversifikation hat und da musst du nicht selbst die Aktien zusammensuchen, sondern das Warren-Management macht das so ein bisschen für dich. Aber diese große Abhängigkeit von Apple kann man durchaus kritisch sehen, finde ich. Und wenn man sich diese Unternehmen hier anguckt, dann glänzen die ja auch nicht unbedingt. Also relativ hohe Abhängigkeit hier vom Finanzsektor, der ja auch tendenziell schon mehrfach in Mitleidenschaft gezogen wurde in jüngerer Vergangenheit. Ganz stark während der Finanzkrise. Und wenn jetzt die Wirtschaft nochmal die Grätsche machen sollte im Zuge von Corona, dann machen Banken was? Sie schreiben Kredite ab. Und das tut natürlich dann deren Aktienkurs auch nicht gut. Kraft Heinz hat sich sowieso nicht mit Lorbeeren bekleckert, das Management. Und Coca-Cola ist ja eher ein Langeweiler. Also da ist nicht allzu viel zum Beispiel jetzt von den Digitalisierungsprofiteuren zu finden. Auch hier, wenn man da mal gucken, ist viel Klassik dabei bei den Mehrheitsbeteiligungen, Eisenbahnen, Versicherungen und solche Geschichten. Das heißt, so super viel Fantasie sehe ich eigentlich nicht in der Aktie. Er hat ein bisschen Amazon hier noch drin, Apple, aber irgendwie sieht das Ganze schon so aus wie, ja, wie so ein Portfolio von, ich will jetzt nicht sagen von dem Börsenoper, aber so ganz frisch wirkt das nicht auf mich, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Gut, das soll es fürs Erste gewesen sein. Dann würde ich sagen, schau dir ergänzend noch die Aktienanalyse an und danach weißt du dann wirklich Bescheid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.